Guten Tag. Als Wissenschaftler schließt man nichts aus, stimmt's? Es ist alles möglich. Man stellt Thesen auf, versucht sie zu beweisen, und wenn man sie nicht beweisen kann, dann heißt das auch nicht unbedingt, dass es jetzt falsch ist, ne? Sonst müsste ich ja sagen, Gott gibt's nicht, kann ich nicht beweisen. Gott gibt's in ganz vielen Köpfen von ganz vielen Gläubigen, und ich persönlich bin Agnostiker. Das folgt für mich daraus. Also ich kann es nicht ausschließen, dass es diesen Gott gibt. Es hat nur noch niemand bewiesen, dass es ihn gibt. Sonst müssten wir nicht glauben, sonst wüssten wir, dass es einen Gott gibt. Aber tief im Herzen spürt natürlich jeder diese universelle Kraft, die uns zum Menschen macht, die uns erlaubt, alles zu tun, was wir tun, die uns führt in unserem Leben, in unserer Geisteshaltung, in allem, was wir denken, wo wir sagen, wir wollen noch ein guter Mensch sein, wir wollen noch ein aufrichtiger, ein ehrlicher Mensch sein. Und von daher kann ich natürlich auch als Agnostiker ein Gebet richten an einen gerechten Gott. Ich nenne diese Kraft jetzt einfach mal Gott, ja? Das tue ich jetzt einfach mal. Ich brauche auch die Hände nicht falten und die Augen nicht schließen. Einfach nur mal eine Bitte äußern. Gerechter Gott, lass deine Blitze herniederfahren auf all die Ungerechten, die Mitläufer, die Feiglinge, die Bösen, die Geschmierten, die Hochstapler, die... Sicherlich fallen Ihnen noch weitere Begriffe ein, aber ich stoppe jetzt diese Liste einfach mal hier und schließe alle anderen mit ein, die ich jetzt nicht genannt habe, aber die in meinem Herzen keinen Platz finden. Ja? Wir leben in der Zeit der Offenbarung. Es fällt mehr Licht auf die Erde denn je. Wie ich darauf komme? Wir sehen mehr, wir wissen mehr, wir wissen so viel wie noch nie. Und deswegen gibt es auch so viel Licht auf dieser Erde. Und für mich ist es hell genug, dass ich erkennen kann, wo sich die Bösen herumtreiben und wer sie sind. Und deshalb halte ich den nötigen Abstand. Verbünde mich mit den Guten. Und du, gerechter Gott, bitte sorge dafür, dass es den Guten, dass es den Gerechten, dass es den Aufrichtigen, dass es den Ehrlichen gut geht, dass sie die Wahrheit sagen dürfen, dass sie Freunde finden, dass sie den Druck aushalten, der in diesen Zeiten auf ihnen lastet. Ja, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Und Wahrheit. Viel Licht, welches jetzt das beleuchtet, was hier auf Erden geschieht. Und dann werden wir wissen, was wir zu tun haben. Die alten Hierarchien werden zerbrechen. Und wir werden neue Strukturen aufbauen, in denen wir alle etwas zu sagen haben. In denen wir alle unsere Meinung sagen dürfen, in denen wir alle glauben dürfen, was wir wollen, in denen wir Informationen weitergeben werden, ohne dass sie uns aus der Hand gerissen werden und verbrannt werden. In der Zeit der digitalen Bücherverbrennung, in der Videos gelöscht werden, in der Kommentare gelöscht werden, in der Nutzer gesperrt werden, in der Menschen sich erdreisten, die Hüter der Wahrheit sein zu wollen, in der Menschen sich erdreisten, eine Form der Technokratie als Regierungsform zu etablieren, in der sie uns sagen, was wir jeden Tag zu tun und zu lassen haben. Aber nein, genau das brauchen wir nicht tun. Ich empfange meine Befehle von dort. Von dieser gerechten, allumfassenden Kraft, die mich leitet in meinem Leben, die mich zu einem guten Menschen macht
Und wenn ich ein bisschen Glück habe, dann wird meine Bitte, die ich soeben geäußert habe, wahr. Mehr Licht, mehr Gerechtigkeit. Gerechter Gott, so helfe mir. Das war mein Gebet. Das Gebet eines Agnostikers. Schönen Tag noch.